Ich bin ab und zu gefragt worden während dem Unterricht, ob ich nicht selber Videotutorials produzieren will. Und hier ist es mein erstes Videotutorial. In dem möchte ich euch zeigen, wie man aus einer Unterschrift Pinsel macht, so dass ihr ohne Probleme mit einem Mausklick könnt unter eure Bilder eure Unterschrift setzen könnt. Ich tue das Bild dann mal zu und das ist das Ausgangsbild, noch ohne Unterschrift. Wir brauchen logischerweise eine Unterschrift. Ich tue die mal auf, dann komme ich in den RAW-Converter rein. Da gibt es, das ist gar nicht so schlecht. Du vielleicht belichtig da noch ein bisschen auf. Und das Bild mal auf. Als nächstes tue ich mit dem Freistellwerkzeug die Unterschrift eigentlich recht eng freistellen. Und über Bildgröße kontrollieren, dass jetzt das Bild, das ja schlussendlich ein Pinsel wird, nicht breiter ist als 5000 Pixel. Ein Pinsel kann höchstens 5000 Pixel breit werden. Sollte das Bild breiter sein, tut ihr die zu grosse Breite, das wäre dann vielleicht 5300 Pixel, tut ihr überschreiben mit 5000 Pixel und das mit OK bestätigen. Als nächstes machen wir eine Korrektur über Bildkorrekturen Schwellenwert. Das macht uns das Bild schwarz-weiß. Das dann noch ein bisschen angleichen. Wenn ich ganz nach rechts gehe, wird es schwarz. Wenn ich ganz nach links gehe, weiß. Ich kann also recht individuell das einstellen. Ich lasse jetzt da das ein bisschen noch so ausgefressen in dem Sinn, dass darf eine Unterschrift haben. Über den Navigator mache ich das Bild mal sicher 100% und kontrolliere gleich noch, ob ich da, wie hier zum Beispiel, so schwarze Fleckchen habe. Das kann ich mit dem Pinsel, mit der Vordergrundfarbe weiß, kann ich das da wegpinseln. Kontrolliere das da, da haben wir auch noch eins. So. Da ist auch noch einer. So. Auf diesem Bild wird jetzt ein Pinsel, mit dem dass wir über Bearbeiten Pinselvorgabe festlegen. Und jetzt können wir dem Pinsel Namen geben. Nennen den mal Unterschrift. Und jetzt, wenn wir in der Optionsliste vom Pinsel da auf das Dreieck klicken, dann finden wir den Pinsel ganz zuunterst in dem Pinselset, wo da jetzt aufgeklappt wird. Wenn ihr viele Bilder geht hintereinander, zum Beispiel, wenn ihr eure Unterschrift drüber tut, ist es vielleicht praktisch, wenn der Pinsel zuoberst wäre, dass man da nicht immer muss hin und her scrollen muss. Das könnt ihr relativ einfach machen, indem dass ihr in Vorgabenmanager geht und euch den Pinsel da ganz am Anfang schiebt. Mit Fertig, tun wir das bestätigen. Jetzt brauchen wir das Bild nicht mehr. Ich tue das zu. Das jetzt mal nicht abspeichern, das brauche ich eigentlich nicht mehr. Und jetzt werde ich da drunter meine Unterschrift setzen. Der Pinsel ist im Moment noch viel zu gross. Das heisst, ich tue den mal da ein bisschen kleiner machen, der Optionsliste. So, vielleicht etwa so. Mit das Bild ein bisschen grösser und gehe dann mal in den Ecken runter. Ja, vielleicht so ist ja gar nicht so schlecht. Was jetzt wichtig ist, dass wir die Unterschrift nicht auf die Hintergrundebene machen. Wir erstellen uns eine neue Ebene. Nennen die mal Unterschrift. Und schauen, dass die Vordergrundfarbe schwarz ist. Der Pinsel nimmt ja immer die Farbe an, die die Vordergrundfarbe ist. Und jetzt kann ich eigentlich einisch in das Bild hineinklicken und habe da meine Unterschrift. Der Vorteil, wenn wir eine neue Ebene haben, ist relativ gross. Erstens mal können wir, wenn wir das Verschiebewerkzeug vornehmen, mit der Pfeiltaste die Unterschrift noch genau platzieren. Das ist ein Vorteil. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir über Bearbeiten frei transformieren.
die Unterschrift mit gedrückter Shift-Taste grösser und kleiner können machen. So, das ist jetzt vielleicht etwa so. Das hier mit dem Gutzeichen bestätigen. Und was ich ganz praktisch finde, ist, dass wir, das ist ein bisschen gross, dass wir auch die Ebeneneffekte natürlich zur Verfügung haben. Unter der Ebenenpalette, der Ebenenstil hinzufügen und können dann sagen, zum Beispiel, ich hätte gerne einen Schlagschatten noch unter die Unterschrift. Wo wir auch zum Beispiel den Winkel können ändern, den Abstand von dem Schlagschatten können ändern und auch die Größe könnten ändern. Jetzt das mal vielleicht etwa so. Du die Deckkraft noch ein bisschen rauf, vielleicht auf 85%. Und du das mit OK bestätigen. So, das ist etwa alles. So könnt ihr euch einen Pinsel aus eurer Unterschrift machen und unter die Bilder tun, die ihr gerne hättet.